Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten legendären Vlad-Kampagne mit haufenweise Mods. Welche das sind, könnt ihr in der ersten Runde dieses, in der ersten Episode sehen, diese Playlist. Wir nehmen mal den Seelenwind. Hoffen wir mal, dass wir das campende Gegner damit so richtig zerreißen können. Und, oh, die Zwerge fangen an, sich hier aufzubauen. Und zwar massivst. Das sollte ich so schnell es geht, so gut wie möglich aufhalten. Oh nein, der hat hier sogar Eisenbrecher drin. Unangenehm. Unangenehme Kameraden, diese Eisenbrecher. Vor allem für Untote. Naja. Holen wir uns nochmal einmal Skelettkrieger. Und dann zerlegen wir die Grimm fest. Wir hauen sie platt und hauen ab. Ja, ist auch so gut wie gar nichts da. Die erledigen wir. Die paar Verluste, die wir jetzt erleiden, nehmen wir in Kauf. Ah, ziemlich viele Barbaren-Champions. Die sind unangenehm. Aber ansonsten bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Auch wenn Pfeildorf dabei vielleicht dran glauben muss. Averheim ist nicht so glücklich momentan. Härte des Hexenfeuers wäre sinnvoll. Wir brauchen mehr vampirische Korruption, zwar überall. Bam. Nehmen wir. Und Grenzstadt kann eine Garnison gebrauchen, aber dazu haben wir gerade kein Geld. Ja, dazu haben wir gerade kein Geld. Also sparen wir erstmal öffentliche Ordnung. Sieht nur hier in diesem südwestlichen Bereich nicht so gut aus. Ansonsten alles schön. Alles schön. Falls die Zwerge im nächsten Zug angreifen sollten, sollte ich wenigstens ein paar weitere Fleischeinheiten dabei haben, die stören. Füllen den Kram mal auf, nur zur Sicherheit. Ich will wirklich nicht, dass die Zwerge sich jetzt hier ausbauen. Das will ich wirklich überhaupt nicht. Was machen wir? Vampirische Korruption. Hier mit der vampirischen Korruption. Die brauchen wir. Oh meine Güte, sollen wir die Zwerge versuchen zu überrennen? Wir haben dreimal Anti-Infanterie. Aber Migdal Vogalberg hat nichts, sind keine Eisenbrecher. Das sind gar nur zweimal Langbärte. Zweimal Langbärte. Eins, zwei, fünf Kampfregimenter. Der Rest ist eher so ein bisschen meh. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Er hat 1, 2 Helden. Sogar 3 Helden. Das müssen wir versuchen, oder? Schnell und entschieden die Zwerge vernichten. Wenn wir sie jetzt nämlich ausbauen lassen, kommen sie nur viel stärker zurück. Oh, ich kann wieder das Todesrudel haben? Vielleicht die Dämmernage mit 33 Nahkampfangriff. Fast genauso viel wie die normalen. Hä? Was bringen wir die Dämmernage? Was? Ansturm? Was? Ach so, die haben die Schleicherfähigkeit. Ja, okay. Na, okay, das machen wir. Das machen wir. Los geht's. Okay, ich glaube, wir brauchen sehr gute Angriffe mit unseren mobilen Truppen. Gute Angriffe in den Rücken der Gegner. Massive Panzerung 105. Boah. Aber mit Angriffen in den Rücken durch mit den Fluchrittern sollten wir viel Schaden verursachen können. 37 Nahkampfabwehr haben meine Skelett-Speerträger. Das ist so viel.
dass die Bergwerker Probleme haben werden. Und auch die normale Einheiten werden Probleme haben, die zu besiegen. Nahkampfabwehr ist gut. Die von unseren Gegnern natürlich auch. Na gut, was machen wir? Okay, Vagie ist okay. Vor allem die Energiereserven, aber warten wir noch ein bisschen ab, vielleicht. Oh, verdammt. Ne, Energiereserven sind immer noch 70. Also da haben wir. Oh, die gegnerischen Verstärkungen kommen erst. Ach so, ja. Ach so. Das erinnert mich jetzt gerade daran, dass Creative Assembly ja schon vor Ewigkeiten mal einen Patch rausbringen würde, wollte, indem die Verstärkung von der gleichen Seite kommen, wenn der auch die, ja, auf der sie auch auf der Karte stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mittlerweile passiert ist. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich glaube, es gibt den bisher immer noch nur als Beta-Patch. Okay, wir teilen uns ziemlich auf. Schauen, dass wir unsere Verfluchten dazu benutzen können, den Gegner zu flankieren. Während die Speerträger die Linie halten. So, unsere Generäle kommen ganz nach vorne und unsere Kavallerie packen wir hier nach rechts. Die Fliegviecher hier hin und kann es mal losgehen. Schnell. Ich hoffe, ich kann verhindern, dass sie sich vereinen. Ach so, ist das nur ein? Nee, da kommt noch mehr Verstärkung. Los, Leute, lauft. Oder? War's das? Ist das alles an Verstärkung? Naja, okay. Machen die so ein komisches Symbol? Als wäre ein Zauberer. Hm. Als wäre es ein Zauberer. Eins ist klar, die Zwerge werden nicht fliehen. Lied. Ausweichen. Das ist ganz okay. Ihr bitte auch ausweichen. Alles unnötig, diese Treffer, die ihr gerade erleidet. Hier werfen wir auf die Armbrustschützen. Ah, ihr seid schon wieder in Reichweite. Und rein. Und mehr Zombies bitte. Mehr Zombies. Können wir uns die niedrige Mobilität der Zwerge zunutze machen. Und wir sind im Nahkampf. Schon mal gut. Weitere Zwerge. Oh, schöner Angriff. Unser Wahrgeist. Schau mal, dass wir diese Armbrustschützen mit einem entschiedenen Angriff völlig vernichten. Sieht gut aus und wieder raus. Okay, die haben wir. Und wir hauen weiter ab. Mit unseren mobilen Einheiten hier.
Im Rücken der Langwerte lohnt es sich sehr reinzuschießen. Ihr holt euch erstmal die Armbrustschützen dort. Der Rest der Kavallerie weiter hier hinten rum. Es läuft gerade deutlich besser als letztes Mal. Eine Heilung. Und ein paar weitere Zombies. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt ein entschiedener Angriff in diesem Blob hier auf der Seite mit zwei Kavallerieregimentern. Kombiniert mit einer Seelenfäule. Kann vielleicht alles gewinnen. Ohne Heilung hauen wir da auch noch mit dazu. Ich hoffe nur, wir sind rechtzeitig da. Beziehungsweise, ich glaube, ich sollte vorher einmal hier rumfahren. Die sind auch erledigt. Oh. Also wer von Karstein macht lieber die Fliege. Hier sieht es auch gut aus. Die Armbrustschützen sind gleich tot. Oh nein, mein Nekromant ist tot. Idiot. Ich verfluchter Idiot. Ich hoffe, er wird wieder lebendig. Okay, und jetzt rein. Und komm, komm, komm. So, Reduktion, Panzerungsreduktion. Und jetzt lassen wir noch die Schwarzhafen-Teufel reinlaufen. Und dann sollten wir sie doch eigentlich zur Flucht überreden können, oder? Sieht leider alles nicht so gut aus. Mit der Flucht. Oh, der Nekromant ist wieder tot. Katastrophe. Jetzt flieht endlich, ihr Mistkerle. Noch ein Regiment Verfluchter, denen geht's gut. Die wollen einfach nicht fliehen, das darf doch nicht wahr sein. Erledigt sie endlich. Wenn das eine Regiment abhaut, sind sie alle weg. Ah, das tut weh. Vampirin, der geht's auch nicht mehr so super gut. Und jetzt fliehen sie endlich. Ja, endlich fliehen sie, komm. Haut ab. Haut ab. Okay. Dann war's das, würde ich mal sagen. Isabella ist zwar stark, aber ich möchte sie dann doch nicht gleichzeitig gegen drei Zwergenhelden werfen. Sie erscheint mir dann doch ein wenig zu optimistisch. Teufel von Schwarzhafen, meine Güte, bin großer Freund von ihnen. Haben sie sehr, sehr gut gemacht alles. Ich glaube, jetzt bricht alles zusammen. Ja, das war's. Das war's. Die sind futsch. Teufel von Schwarzhafen, Mann. 85 Kills. Leider im Multiplayer nicht ganz so gut. Ja, die ganze Heilung ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Beziehungsweise doch eigentlich schon. Heilung ist immer wichtig. Kommt. Kommt, ihr wollt es. Ihr wollt diese Heilung. Ich will jedenfalls, dass ihr die Heilung wollt. Das schafft ihr. Kommt, rein da. Alle rein da. In den Heilpulk.
Die Zwerge sind schon harte Kerle. Vor allem für die Vampirfürsten. Dass ich den Nekromanten verloren habe, ärgert mich schon ein wenig, das gebe ich zu. Das war wirklich dumm und unnötig. Aber irgendwas ist ja immer. Kann leider nicht auf Pause machen in dieser Kampagne. Kriegen wir sogar noch einen? Ja, nein. Das war das Ende von Dwinbar, Heldfeste. Ich hoffe nur, der erste Nekromant steht wieder auf. Ich will doch einen, der mir meine Einkünfte erhöht. Ja, der Nekromant ist tot. Schade. Dafür sind die Zwerge kaputt. Gauners Scherbe. Plus 100% Chance auf Kontrollverlust. Und Erich von Karstein ist tot. Sehr schade. Sehr schade. Okay, was bauen wir hier? Wir brauchen Korruption. Hier gibt es nämlich noch gar keine. Isabella hat sich allerdings ganz gut geschlagen. Gibt es irgendwo eine Rebellion? Sieht momentan nicht danach aus. Alles hält sich gut. Und wenigstens ein Level-Up für unseren Vampir. Mehr Korruption. Oh ja. Mehr Korruption. Dann bleibt jetzt eigentlich hier nur noch Karak Girin. Die sehen auch ziemlich schwach aus, um ehrlich zu sein. Und wollen vermutlich bald sterben. Und diesen Wunsch erfülle ich ihnen gerne. Aber zuerst machen wir hier. Oh, das geht jetzt am nächsten Zug. Hab schon wieder vergessen, in welchem Zug ich bin. Das Tempelhof wird ausgebaut. Sonst noch irgendwas zum Bauen. Die vampirische Korruption in benachbarten Provinzen ist schon noch eine gute Sache, aber ich glaube, wir bauen es gerade nicht. Ja, also die öffentliche Ordnung, die erhöhte öffentliche Ordnung. Mali in der normalen legendären Kampagne sind auf jeden Fall das, was da ein bisschen eine Bremse reinhaut. Man kann nicht so schnell expandieren. Wie jetzt in diesem Fall. Und dadurch muss ich wirklich zugeben, die Kampagne hier fühlt sich einfach an bisher. Vielleicht helfen auch die Mods, obwohl. Ich glaube, für mich machen sie kaum einen Unterschied. Gut fürs Imperium, dass da mit ihren, wie heißen sie, Linienbrecher angelaufen sind, die auf einmal wie eine Dampfwalze durch gegnerische Infanterie rennen. Das ist, glaube ich, gut fürs Imperium, die zu haben. Definitiv gut.
Besetzt oder plündert 10 Siedlungen. Ja, machen wir. Flug des Moor. Korsen erwecken, Tote erwecken, plus 40% Gold. Ja, okay. Brauchen wir nicht unbedingt machen. Jetzt erstmal. Geld haben wir. Aber ansonsten können wir hier noch warten. Ah ja. Machen wir die Schlacht noch, oder? Oder machen wir es in der nächsten Runde? Ich glaube, das sparen wir uns für die nächste Runde auch. Meine Güte. Geschwächter, als ich das erhofft habe. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Barbaren-Champions in dieser Armee drin. Von den Trollen habe ich weniger Angst. Die fliehen sicher ziemlich schnell. Zum Glück habe ich auch Skelettbogenschützen. Es wird ganz sicher nicht zu einfach. Zum Glück habe ich die Helmuts eigenen. Mit 18% physischer Resistenz. Aber nur Verbündete. Und ich habe nur einen Kommandanten. Ja. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Episode. Und ansonsten können wir hier noch... Aberheim will bald wieder gepflegt werden, bevor sie rebellieren. Und das kriegen wir hin. Das Mondland möchte auch gerne noch mehr Korruption verbreiten. Das machen wir dann auch. Hier vielleicht nochmal bessere Mauern. Ja, sieht alles ganz gut aus. Wenn ihr Vorschläge habt, wo es als nächstes hingehen soll. Ich denke mal hier Karagirin machen wir noch platt. Diese Stadt hier. Wenn ihr Vorschläge habt, wo es dann hingehen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.